Internet! Horn ist jetzt free to play. Ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. Ich möchte das jetzt so ein bisschen erklären, was denn los ist für neue sowie alte Spieler und ja, einfach sagen, was ich weiß. Und ich hoffe, dass ich dann, sobald ich wieder aus Norwegen wiederkomme in 2 Wochen, ich einen Haufen neue Spieler in meinem Clan sehen werde, um es jetzt mal so zu sagen. Aber egal. Wir starten einfach mal direkt. Also Horn ist free to play. Heute 2.1 Patch und bla bla bla. Kam dann hier so ein schöner Brief und dann kann man sich das alles durchlesen. Ich erkläre euch das Ganze jetzt einfach mal Stück für Stück. Es gibt die klassischen Free-to-Play-Accounts. Das wären halt Free-to-Play-Accounts. Die erstellt man sich und hat man einen Account. Und der ist dann Free-to-Play. Ja, ist irgendwie sinnvoll. Der Account heißt Basic-Account. Ein Basic-Account kann Matchmaking spielen, ist aber in seine eigene Gruppe eingeteilt. Es gibt eine Gruppe, in die Basics-Account können nur in dieser einen Gruppe spielen. Also es gibt dann praktisch zwei Matchmaking. Es gibt für Basic-Accounts und für Nicht-Basic-Accounts. Die können nur im Basic-Accounts können nur in ihrer Gruppe spielen, also verified, also nicht verified heißt das, können nur All-Pick machen. Und wie war's? Haben nur 15 Hände zur Verfügung. Also es ist praktisch genau wie ein LOL. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das LOL-Model ist, weil LOL hat das Ganze nicht erfunden, aber LOL macht's auch so und jeder kennt das System von LOL und entschuldigt es, ich habe gerade was gegessen. Eigentlich bin ich noch mitten im Essen, aber ich wollte das Video gemacht haben. ja, egal. Das sind Basic-Accounts. Ich glaube, es ist eindeutig. Die 15 Helden rotieren wöchentlich und ja. Basic-Accounts kriegen ganz normal Münzen und so Sachen. Das ist alles ganz normal. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie auch Casual standen und Normal einfach aussuchen können, welches sie spielen wollen. Und Crims Crossing oder so. Denke ich auch. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist offen, aber man kann halt als Game-Modi nur All-Pick spielen. Dann gibt es zwei weitere Sorten von Accounts. Ich starte erstmal mit der hinteren. Das wäre der Verified-Account. Nein, nicht der Verified, der Legacy-Account oder Legacy. Legacy. Ich möchte jetzt hier einen Kevin nicht mad machen, weil der hat mich schon wieder hier angemotzt, weil ich Legacy gesagt habe. Wobei ich glaube, es heißt Legacy. Egal. Legacy-Accounts sind praktisch genau das gleiche wie unsere alten Accounts. Die können alles. Punkt. Für uns ändert sich nichts. Das Einzige, was wir haben, ist, wir haben alle Optionen, die es gibt. Wir können machen, was wir wollen. Wir können also auch, wenn wir unbedingt wollen, können wir auch in die Playlist für Matchmaking rein mit den Basic-Accounts. Das ist gar kein Problem für uns. Während andersrum können die Basic-Accounts, haben wir eine extra Matchmaking-Liste, die heißt dann Verified, ich mach's mal an. Verified, da können dann nur wir rein, beziehungsweise Verified-Accounts. Und dazu komme ich jetzt. Verified-Accounts sind Accounts, die können auch in Verified-Only rein. Und natürlich auch in Nicht-Verified-Only, je nachdem, wie sie es halt wollen. Man kriegt den Account, der verified wird, wenn man A lange genug gespielt hat oder B Goldmünzen gekauft hat. Das ist einfach nur, um so sicherzustellen, dass das kein Smurf-Account ist, den man sich halt so just for fun erstellt hat. Verified Accounts kriegen Tokens durch Spielen oder durch Kaufen. Ich weiß nicht genau wie. Ich habe da noch keine Quelle gefunden, wo das steht, wie man die kriegt. Legacy Accounts haben unendlich. Verified Accounts müssen die sich ja spielen. Mit einem Token oder was weiß ich, wie viele Token, kann man sich dann einen anderen Spielmodi aussuchen, den man spielen möchte, kann, darf, will. Und ja. Und dann bezahlt dann praktisch mit seinen Token dafür und kann dann in den Modi reingehen. Da stehen dann einem natürlich alle Helden zur Verfügung. Und man kann ja schlecht Banning Pick spielen und dann sagen, sorry Leute, ich habe nur 15 Helden. Das können sie ja nicht machen. Deswegen ist das jetzt so. Das ist eigentlich alles, was die Accounts angeht. Ich hoffe, ich habe das ganz gut erklärt. Und ja. Dann gibt es noch eine weitere Erneuerung. Das hier nennt sich Early Access. Early Access haben nur Accounts, die verified sind, beziehungsweise Legacy Accounts. Ja, Zulass für. Und da kann man sich dann so neue Helden kaufen für, ich glaube, ich tippe mal darauf, dass das immer so sein wird, dass man die einen Monat früher kriegt. Also theoretisch, also da wird der dann rauskommen, der Held, ganz normal. Allerdings habe ich ihn mir jetzt schon geholt, weil ich ihn halt nochmal spielen wollte, bevor ich weggehe, weil ich fand den Helden so cool. Und ja, das heißt, ich könnte den jetzt schon spielen, ihr noch nicht, wenn ihr ihn euch noch nicht geholt habt. Ich persönlich finde es jetzt nicht besonders schlimm, aus dem einfachen Grund, dass, ja, kommt.
Monat, Frühjahr, einen Helden, ist doch egal. Und Early Access Helden sind im Tournament Mode, also Tournament Modi. Also gibt es ja hier Create Game und dann hier. Ich mach mal kurz hier Tournament Rules. Da ist der gar nicht zur Verfügung. Das sind die nicht zur Verfügung. So gesehen sehe ich da gar kein Problem mit. Ich sag jetzt mal kurz meine Meinung zu Free-to-Play. Ich finde Free-to-Play ist ein gutes Model und ich finde es gut, dass sie es eingeführt haben. Free-to-Play ist das erfolgreichste und beste Model für alle Online-Rollenspiele. Nicht Rollenspiele, Online-Spiele allgemein. Ich könnte in die Beschreibung einen Link reinpacken für einen extra Credits. Der hat da ein super Ding zugesagt zu Free-to-Play und In-Game-Shops, so wie Sonja jetzt einen hat, so ein Store. Hat er einen super Artikel zu gemacht, da muss ich gar nicht mehr dazu sagen, den könnt ihr euch anschauen. Aber ansonsten, ich finde es gut. Ich finde es sehr gut, vor allem da wir ja die Option haben, wir können auch nur mit Verified-Accounts spielen. Verified-Accounts sind ja Leute, die das Spiel ein bisschen ernster nehmen. Und ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich finde es nicht so schlimm mit dem Early Access, das ist ja, komm, ein Helden ist doch scheißegal, scheiß drauf. Und solange es im Tournament keine Rolle spielt, ist mir wurscht. Was ich jetzt aber sehr gut an der ganzen Sache finde, Free-to-Play, also ich nehme mal Chu als Beispiel. Chu hat zu LoL gewechselt, weil es da mehr Geld gibt. Warum gibt es da mehr Geld? Mehr Spieler. Warum hat es mehr Spieler? Weil es Free-to-Play ist. Horn ist LoL in jedem Aspekt überlegen. Ich werfe es jetzt einfach mal so in den Raum, ob euch das gefällt oder nicht. Technisch gesehen stimmt es. Deswegen glaube ich, dass Horn jetzt auch einen sehr großen Zuwachs an Spielern kriegen wird. Und mit einem großen Zuwachs an Spielern wird die competitive Community sehr groß wachsen. Und das finde ich einfach nur super, weil ich liebe E-Sports und ich finde es sehr gut, dass die E-Sports wächst. Und ganz nebenbei wird es meinem Channel auch ein gutes Stück helfen, oder? Aber ja, das war's für das Video. Ich hoffe, ich habe alles so erklärt. Ich hab alles Wichtige erklärt, oder? Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in den Kommentaren. Vielleicht beantworte ich sie, falls ich bis dahin noch da bin. Am Sonntag gehe ich. Aber ja. Ich werde da noch ein Video drüber machen, raushauen. Aber naja, das war's dann für heute. Dann.